Ja, Kernstelle die erste. Spaß an der Arbeit. Sympathische Menschen. Tolle Kollegen. Kreatives Denken. Freundlichkeit. Schnell. Wendigkeit. Kern und Stelli macht Spaß. Spontanität. Ein sehr, sehr gutes Teamverhalten. Freude an der Arbeit. Geht über die Chefs, über die Kollegen bis zu den Fachhändlern, mit denen wir zusammenarbeiten. Macht einfach super viel Spaß. Man kommt gerne zur Arbeit. Auf jeden Fall. Freut sich schon fast drauf. Was anders ist bei Kern und Stelli ist definitiv die Kultur. Die Kultur ist hier tatsächlich geprägt durch Wertschätzung und die tollen Kollegen. Die Chefs sind super locker, eigentlich auch immer sehr gut gelaunt und motivieren einen auch nochmal. Es fing eigentlich auch schon mit dem Vorstellungsgespräch an. Als ich dann hier reingekommen bin und mir dann Leonie entgegengekommen ist und mich dann in Empfang genommen hat, war das schon ein ganz anderes Gefühl. 6 Wochen im Jahr wäre ich lieber auf einer Tropeninsel, ansonsten bin ich sehr gerne im natürlich lieber hier im Büro. Diese Symbiose aus eben wirtschaftlichem Erfolg und Spaß bei der Arbeit, die ich immer gesucht habe, das macht's aus und dafür brenne ich, das treibt mich an, dafür stehe ich morgens auf, dafür komme ich hierher. Weil ich das, was ich tue, wirklich sehr gerne tue. Das Feedback und das, was mir die Kunden zurückgeben. Weil ich mich einfach mit den Produkten identifizieren kann und es bringt mir Spaß, mit Kunden zusammenzuarbeiten, denen zu helfen, denen ein gutes Gefühl zu geben. Ich brenne für meinen Job, weil ich jeden Tag neue Herausforderungen habe, die ich irgendwie angehen muss. Was ich doof finde, ist tatsächlich ziemlich wenig. Doof. Die Mitarbeiterumfrage habe ich ausgefüllt, da ist mir nichts eingefallen.